viele heute hierher gekommen sind zu der ersten von unseren Veranstaltungen des 50-jährigen Jubiläums. Und wir sind so glücklich, dass so viele der damaligen Pioniere auch dieses Jahr mit uns feiern können und stellen eben diese Generation heute in den Mittelpunkt dieser Veranstaltung. Es wird nach dem Gespräch nachher draußen noch Getränke geben, Kaffee und was Kaltes zu trinken. Da haben wir Zeit, uns auch noch weiter zu begegnen. Und davor, also nach dem Gespräch, wird es auch Zeit geben, um noch Fragen zu stellen. Denn hier sitzen ja im Raum auch viele Menschen, die den Hof wirklich auch schon seit Jahrzehnten mit begleiten, mit viel erlebt und vielleicht auch erlitten haben mit dem Dottenfelder Hof. Da ist auf jeden Fall nachher Raum noch für Beiträge oder Fragen. Der Dottenfelder Hof ist ja durch die Inkulturnahme in die biologisch-dynamische Landwirtschaft und vor allen Dingen auch durch diese mutige und außergewöhnliche Sozialstruktur wie imprägniert worden damals und zu einem ganz besonderen Ort geworden. Und das können wir heute vielleicht erfahren, wie das den Gründern damals gelungen ist. Und ich möchte das Wort weitergeben mit einem Zitat von George Bernard Shaw, der gesagt hat: Wir brauchen diese Verrückten. Seht doch, wohin uns die Normalen gebracht haben. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Vielen Dank an die LAG Demeter Hessen, die uns mit einer Unterstützung ermöglicht hat, dass dieses Gespräch heute gefilmt wird. Vielen Dank an das Team von Floris und den Leuten, seinem Team von Medienreich, die das heute umsetzen hier im Raum. Vielen Dank an Michael Olbrichmeier, der die Moderation macht. Und vielen Dank an euch, dass ihr euch auf dieses etwas ungewöhnliche, einmalige Format hier eingelassen habt. Ja, vielen Dank. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf mich noch mal kurz vorstellen. Michael Olbrichmeier ist mein Name und ich bin beim Demeter e.V., das ist der Bundesverband für den Bereich Wissen zuständig, unter anderem auch für die Fachzeitschrift. Und den Dottenfelder Hof kenne ich auch schon eine ganze Weile. Und ich würde gerne noch mal die Person auf dem Podium vorstellen, Herrn Dr. Manfred Klett ganz links. Also wer Sie alle nicht kennt, kann noch mal aufpassen. Herr Knut Brandau, ebenfalls in der ersten Betriebsgemeinschaft mit drin. Ebba Bauer zu meiner Rechten und Dietrich Bauer ganz rechts außen. Es sind einige nicht dabei, die hoffe ich, dass wir die im Gespräch auch erwähnen werden. Und vielleicht zum Vorgehen heute Morgen. Wir werden erstmal auf dem Podium so ein Stündchen Fragen bewegen, die vor allem ermöglichen sollen, nochmal hineinzutauchen in die Zeit damals und lebendig werden zu lassen, was auch hier vor sich gegangen ist, mit welchen Absichten und auch mit welchen Bemühungen und mit welchem Können. Wir werden vielleicht nicht so viel Neues erfahren, aber können uns vielleicht anstecken lassen durch das ein oder andere, was hier heute dann nochmal ins Gespräch kommt. Und wir werden dann in einem zweiten Teil, der ist dann etwas kürzer, eine halbe Stunde auch offen machen, Fragen fürs Publikum. Und dann geht jemand mit dem Mikrofon rum. Ich sage dann aber noch einen Bescheid, dann muss man sich melden und auch ins Mikrofon sprechen. Noch ein Hinweis für alle, die es nicht bemerkt haben. Hier wird heute gefilmt und auch die Wortbeiträge aufgenommen. Also wer das nicht haben mag, muss dann eben sich entscheiden. Nein, ertragen oder gehen, das ist ja, man hat immer eine Entscheidung. Genau, und weil ich da hinten schon ein ganz tolles Bild gesehen habe, nämlich 5 Männer mit einem Besucher, die einen Vertrag unterzeichnen, habe ich gleich die erste Frage und vielleicht nehmen Sie, Herr Brandau, mal das Mikro zu Ihrer Linken. Genau. Ihr beiden habt auch eins. Ihr braucht es aber noch nicht, aber das ist nicht schlecht, wenn man das schon mal in der Hand hat. Man muss es nicht anmachen, aber vielleicht mal kurz vor den Mund halten. Ja, hört man mich, ja. Wunderbar. Weil dann habe ich auch die erste Frage. Vor 50 Jahren waren Sie so mutig, einen Vertrag zu unterzeichnen und einen Hof für 5 Jahre zu pachten. Beschreiben Sie doch mal,
was Sie da übernommen haben. Was Großes. Ich kannte den Hof ursprünglich nur sehr lose. Und 1964 hat Ernst Becker mich befragt, ob ich bei einer Betriebsgemeinschaft mitmachen würde. Ich war damals als Betriebshelfer unterwegs. Und meine Antwort war, Herr Becker, ich habe kein Kapital einzubringen. Doch, Sie haben Ihre Arbeitskraft und die ist kreditwürdig. Naja, dann habe ich gesagt, ja, werde mich bemühen. Und das scheint funktioniert zu haben. Wird das zu lang? Nein, 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 wunderbar. Also, naja, ich habe ja von auswärts diesen Kampf 4 Jahre lang miterlebt, dass es dazu gekommen ist. Dazu kann man vielleicht am meisten sagen, glaube ich, dass da eben ein Pachtvertrag zustande gekommen ist. Gut, aber noch die Frage, was habt ihr konkret übernommen? Also wie sah der Hof aus? Was gab es im Pachtinventar oder was gehörte zum Pachtvertrag? Dass man erstmal ein Bild hat, was stand hier oder was stand hier nicht? Ja, das Gebäudekomplex um den Innenhof rum, der war vorhanden, einschließlich eines nicht sehr hübschen, auf Bildern noch zu sehenden Blechdachs. Und das war für mich schon ein sehr großes Komplex. Alles andere ist später dazugekommen. Nein, die alte Feldscheune, die abgebrannt ist, die stand da, wo jetzt die Kühlräume und die Werkstatt drin ist. Also das war vorhanden, auch das Trafohäuschen war vorhanden und noch ein bisschen was dazu. Hinten war irgendwie ein Hühnerstall. Und alles andere sah doch wesentlich anders aus, auch die, da wo jetzt die Landbauschule oben drauf gebaut hat, waren unten Schweineställe nur vorhanden. Aber wo ich wohne, das gab es nicht. Das Haus davor gab es nicht. Den Kuhstall gab es nicht. So etwa sah das hier aus. Ich kann nur wiederholen, für mich war das groß. Das glaube ich gerne. Ich wollte eigentlich noch was zum baulichen Zustand hören, aber dann frage ich doch mal Dieter. Ihr habt das ja hier übernommen und habt auch Geld mitbringen müssen. Wie war das Gefühl zu, sag ich mal, was Großes das eine, aber was Altes und was auch wahrscheinlich etwas Abgenutztes das andere? Es gab auch eine Kuhherde, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Kannst du das noch ein bisschen ins Bild bringen? Ja, die Kuhherde war ja das, was eigentlich das Kleinod war eigentlich von der ganzen Sache. Also ein guter, schöner Kuhbestand und mit Nachzucht und so weiter. Das war ja noch von Herrn Becker in der ersten Bewirtschaftungsphase von einer Abmelkherde in eine Zuchtherde umgewandelt worden. Und sonst was hast du noch gemeint, was ich noch sage? Baulicher Zustand. Baulich gibt es eigentlich nichts weiter dem zuzufügen, was Brandau gesagt hat. Herr Klett, Sie waren ja auch mit dem Pachtvertrag in den Vorverhandlungen mit dabei und was ich erfahren habe, ist, den gab es nicht ganz ohne Bedingungen. 5 Jahre, aber eben Bedingungen, was den Boden und weiteres angeht. Erklären Sie uns das doch mal, was da noch zum Pachtvertrag mitgehörte. Also vielleicht darf ich doch noch zunächst ein Wort sagen, bevor ich kurz darauf eingehe, dass ja diese ganze Begründung des Dortenfelder Hofes 1968 eine Begründung aus dem Geiste der Anthroposophie war und heute noch ist. Das muss man ganz deutlich sehen, dass die Menschen, die hier zusammengekommen sind, sich eigentlich in diesem Punkt gefunden haben, dass man hier aus der Anthroposophie etwas ganz Neues in die Welt setzen möchte. Und das war aber nur möglich,
weil dem schon eine ganze Menge vorausgegangen war, nämlich eine erste Bewirtschaftung des Dortenfelder Hofes von 1946 bis 1957 durch Ernst Becker, der ja auch Mitglied hier der Betriebsgemeinschaft war und der nun für Kraft seines Charisma und so weiter es ihm möglich wurde, diesen Hof zu retten vor der totalen Versiedlung, die geplant war für Ansiedlung ostvertriebener Landwirte in den 50er, 60er Jahren. Und ihm gelungen war, hier doch einen Plan zu entwickeln, der schon hätte so etwas werden können, was wir dann später angestrebt haben. Schon damals war ein hohes soziales Ideal verbunden mit dem Dortenfelder Hof. Hier sollte das Zentrum der biologischen harmischen Landwirtschaft in Deutschland begründet werden, in den 50er Jahren schon. Und das war alles also ausgereift bis ins Letzte und das fiel dann wie ein Kartenhaus zusammen im August 1957, aufgrund dessen, dass hier eben ein ganz starker Widerstand entstanden ist in der Pächtergemeinschaft hier in der Wetterau und insbesondere der alten Pächterin hier auf dem Dortenfelder Hof. Ein furchtbarer Zusammenbruch, aber daran kann man einen Grundansatz sehen, der im Grunde zu all dem geführt hat, was heute ist und in Zukunft noch werden möchte. Das ist nämlich, dass durch die Tätigkeit von Ernst Becker und anderen, Dr. Wolfgang Schaumann, Graf Bothmer, der hier die Forschung betrieben hat schon in den 50er Jahren, in Verbindung mit der Universität Gießen, dass hier eigentlich der Versuch gemacht worden, wirklich was Neues zu gestalten, aber das war noch nicht wirklich geboren, noch nicht wirklich inkarniert. Das lebte nur im Geiste von Ernst Becker hauptsächlich. Und er musste sozusagen die leidvolle Erfahrung machen, dass man in seinem Leben unter Umständen was ganz anderes durchgestalten und durchleiden muss, als was man eigentlich dann doch angestrebt hat. Er hatte nämlich die Aufgabe, hier den Dortenfelder Hof, so sage ich es jetzt, den Dortenfelder Hof aus der Vergangenheit in die Zukunft zu führen. Und zwar in dem Sinne, dass er zwar in sich trug den Impuls der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, aber das zunächst einmal nur arbeiten konnte mit ostvertriebenen Bauern, die hervorragend ihr Handwerk verstanden. Und wo man sagen muss, er hat noch einmal in dieser kurzen Zeit von 46 bis 57 noch mal den gesamten abendländisch-christlichen Landbau hier auf dem Dortenfelder Hof wiederholt auf einer höheren Stufe. Also alles das, der wurde nur mit Pferden bewirtschaftet, der Hof. Das war also noch wirklich fast mittelalterliche Zustände, in diesem Sinne auch was die Gebäude anging. Und dann brach das Ganze zusammen und dann kam ein 10-jähriges Interregnum. Mit konventioneller Bewirtschaftung des Hofes. Das musste er auch erleiden. Und dann was. Zu dem Interregnum würde ich dann gleich fragen, sozusagen, wie haben Sie sich denn da auch gefunden? Das ist ja die spannende Phase. Bitte? Mit dem Interregnum ist ja jetzt die spannende Phase auch. Das ist ja, kommen Sie ja ins Spiel, weil Sie ja vorbereitend auch schon an der Frage, welchen Hof übernehmen wir und ist das der Dortenfelder Hof, mit tätig waren. Und da würde ich gerne Dieter Bauer mal fragen, wie haben Sie sich denn untereinander kennengelernt? Das waren ja nicht nur Sie, es war eben Ernst Becker, seine Frau Irmgard Becker, Johannes Klein war noch mit dabei, Knut Brandau und auch Frau Brandau und auch Frau Klett, die ich jetzt gar nicht sehe heute hier. Ich glaube, die ist krank. Ne? Ist krank, aber sie grüßt ganz herzlich. Ja. Würde gerne dabei sein, hätte auch vieles zu sagen. Also es waren neun Menschen und davon haben sich ja einige vorher schon, wenn ich das recht erinnere, in Darmstadt zusammengefunden und vielleicht Institut für biologisch-dynamische Forschung. Da hatten wir Forschungsaufträge und da haben wir uns kennengelernt. Herr Brandau ist oft vorbeigekommen, aber alle anderen waren da wirklich. Und wir haben uns da intensiv kennengelernt, muss ich sagen. Also mit auch wirklich persönlich sehr gut kennengelernt, was sich dann später in der Zusammenarbeit hier, die natürlich eine ganz andere Art von Zusammenarbeit war, dann bewährt hat. Wenn ich noch nachfragen darf, das ist jetzt vielleicht eines meiner Lieblingsthemen, weil ich in Darmstädter Sand auch arbeite, also zwei Häuser weiter und da immer das Gerücht umgeht, ihr hättet da auch Boccia gespielt, regelmäßig.
Ja, gut. Stimmt das so und war das hilfreich? Ja, das war absolut hilfreich, das muss man sagen. Und zwar, das war immer in den Mittagspausen, in denen wir dann eben ja, auf eine bisschen abenteuerliche Weise, weil überhaupt nicht konventionell, auf einer nicht wirklich ebenen Fläche, sondern es war buckelig und so, haben wir jedenfalls oft dieses Spiel gemacht, also Boccia. Und also was dann im Nachhinein, also das haben wir gemacht. Und als wir dann hier angefangen haben, kann man sagen, man hat das, was man im Spiel mit den anderen erlebt hat, das hat man, also man kann sagen, 1:1 übertragen können auf das, was man dann erlebt hat in der Zusammenarbeit. Das ist wirklich, also das hätte ich mir nie träumen lassen, dass das so ist, dass wir uns schon so gut gekannt haben durch dieses Zusammenspiel. Ja, danke, das war ein interessanter Hinweis auf das Zusammenwirken von Arbeiten und Spielen. Frau Bauer, hinten, ja, jetzt müssten Sie das Mikro nehmen. Hinten sehe ich jetzt nur 5 Männer und einen männlichen Gast. Na klar. Und nein, nicht na klar. Sie haben ja als Betriebsgemeinschaft angefangen und wenn sich 5 Männer was ausdenken, heißt das ja nicht selbstverständlich, dass die Frauen dann mitziehen. Wie war das für die Frauen? Naja, wir Frauen, wir wurden eigentlich gar nicht gefragt. Wir segelten mit im Windschatten der Männer und wir waren dann beschränkt auf Kinder, Küche, Kirche, ne? Die 3 Ks. Und den Rest kommen wir noch dann. Ne? Und es war eben so, wir sind eine Generation, die janusköpfig ist. Also die eine Seite des Kopfes blickt in die Vergangenheit mit sehr eingefahrenen, traditionellen landwirtschaftlichen Strukturen und Rollenverteilungen. Und das andere Gesicht, das blickt in die Zukunft und bereitet vor eine selbstbestimmte Frau. Hm? Naja, und in diesem Dilemma waren wir Frauen eben, das heißt, waren nicht alle, ich war das besonders, ja? Wir haben einfach mitgemacht. Wir sind dann nach 22 Jahren in die Gemeinschaft aufgenommen worden. Nicht mit einem Ritual, sondern mit einer Unterschrift unter die KG. Und 22 Jahre, das ist ja ganz bedeutend. Der soziale Rhythmus ist der Sonnenfleckenrhythmus, 11 Jahre. Und nach 22 Jahren dann hat es geklappt, ja. Und seitdem hat aber die Frauenrolle einen ganz, ganz großen Schub gemacht, also starke Veränderungen. Barbara Denneler, die leitet die Besprechungen am Dienstag und das wäre ja früher. Wir durften früher am Anfang nicht zu den Männerbesprechungen gehen, obwohl wir es sehr wollten. Ich habe immer einen Stopfkorb genommen und bin dann, wenn die Kinder im Bett waren, in die Besprechung gegangen. Das war so 8:45 oder so. Habe dann doch was mitbekommen, weil direkte Informationen wirken auf den Willen. Wenn man das über andere hört, dann interessiert einen das nicht mehr. Aber sobald man jeden Einzelnen in seinem Bestreben und in seinem Willen kennenlernt, dann wirkt das befruchtet auf den Willen. Ja. Danke, Frau Bauer. Das Thema. Ich glaube, dass das Thema Willen und das Thema Freiheit durchzieht eigentlich die ganze Gestaltung des Dottenfelders Hofes, sowohl was die praktische Landwirtschaft angeht, als auch was das organisatorische, äußere wie innere angeht. Ich habe ja in Vorgesprächen und ich habe auch Herrn Becker ja schon erlebt, er war ja auch ein besonders freier Geist. Ich nehme an, das hat auch da ein bisschen abgefärbt. Aber ich will da mal zurück zum Thema Pachtvertrag und Geld mitbringen. Herr Brandau, gut, wie viel musstet ihr denn einbringen? Das Mikrofon ist da. Das heißt, ist ja. Keine Ahnung, wie viel wir da einbringen. Ach so, soll ich weiter? Ja, da frage ich jetzt gerade den Falschen. Also, da weiß er besser. Ja, dann geben wir die Frage kurz weiter.
gekostet hat. Ja, ja, weil es war. Du hast ja immerhin was eingebracht. Genau, man musste ja in die Pacht auch was einbringen. Der Hof war ja, wie du sagtest, ein großes Ding, ja, um eine Herde abzulösen und so weiter. Ich weiß nur noch, wie wir gesessen haben bei der Unterschrift. Und dann stellte sich heraus, dass wir einen riesen Kredit von der, wie heißt das, Treuhandgesellschaft, ne? Oder GLS-Gemeinschaft hatten. Das wussten wir auch. Und dann sind die Verhandlungspartner von der Gesellschaft und vom Staat, die sind fast vom Stuhl gefallen. Da haben sie einen Goldschatz. Ja, Herr Klett, vielleicht erklären Sie es mal, wie die finanzielle Ausgangssituation war. Naja, also ist ja auch spannend, für alle, die auch einen Hof gründen wollen. Wenn noch welche dabei sind hier. Bevor wir diesen Pachtvertrag abschließen konnten, 1968. Das Mikro ein bisschen höher, bitte. Haben wir ja 4 Jahre drum gekämpft. Und schon, das zeichnet sich dann aber langsam ab. 67, dass die Sache vielleicht doch wahr werden könnte, aber wir hatten eben kein Geld. Denn wir mussten das gesamte Inventar übernehmen, des Hofes hier. Das wurde dann eine Obmannstaxe, wurde alles bis zum letzten Pfannenstiel und Besenstiel. Bisschen und näher noch. Wurde das geschätzt? Wurde das geschätzt? Und sodass da also immerhin also eine Summe von 400.000 D-Mark damals zustande kam, um hier überhaupt jetzt diesen Hof inventarmäßig zu übernehmen und an eben auch selbstständig weiterzuführen. Und wir waren eigentlich arm wie die Kirchenmäuse, das kann man so sagen. Und wir mussten zunächst mal alles das Kapital zusammenlegen, was wir selber, über das der Einzelne verfügte. Das waren unsere ersten Einlagen. Und darüber hinaus mussten wir eben einen Riesenkredit aufnehmen von 400.000 D-Mark, damals bei der GLS Gemeinschaftsbank. Beziehungsweise, ja, das war damals noch nicht möglich, denn die war noch nicht begründet. Das war 1974. Aber sie war eben doch irgendwo im Geiste schon da, denn es bestand schon die gemeinnützige Kreditgarantiegenossenschaft seit 1967 und die gemeinnützige Treuhandstelle seit 1961. Das waren die Vorläufer der GLS Gemeinschaftsbank. Und da war es dann schließlich und endlich gelungen, dass wir, nachdem wir ganz Deutschland abgegrast haben nach Darlehen von Privatpersonen, und da nicht viel zustande kam, Nord, Süd, Ost, West, alles abgegrast, hat uns jemand gesagt, wir sollen mal so einen Verrückten aufsuchen, da in Bochum. Und das haben wir dann gemacht, zu fünft. Sind wir da nachts hingefahren und haben die halbe Nacht durch mit ihm verhandelt. Und am Ende stand er die Zusage über einen Kredit von 400.000 D-Mark. Durch Vermittlung über die GKG, Gemeinnützige Kreditgarantiegenossenschaft. Dann sind wir sofort Mitglieder geworden, um diesen Kredit in Anspruch nehmen zu können. Das Geld wurde uns als Blankoscheck dann schließlich von der Commerzbank in Bochum zur Verfügung gestellt, zur Übernahme des Inventars. Und nichts ahnend. Und wir selber haben dann von diese 400.000 geteilt durch 5, sodass jeder dann eine Einlage hatte von 80.000 D-Mark. Eine nominelle Einlage von 80.000. War ja Schulden. Ne? Und dann verlief die Sache so, das darf ich vielleicht noch mal kurz erzählen, weil das ein Abenteuer für sich war, dass nämlich sehr bald die Commerzbank in Bochum Sicherheiten von uns forderte. Dann haben wir gesagt, dann macht doch die GKG, die Kreditgarantiegenossenschaft, die steht doch dafür ein. Dann stellte sich heraus, dass er nur für 40.000 D-Mark eintritt, aber nicht für 400.000. Den Rest hat der Herr Wilhelm Ernst Barkow auf seine eigene Kappe genommen. Für uns. Durch sein Renommee, was er bei der Commerzbank in Bochum hatte. Aber dann kam die Revision von den übergeordneten Stellen. Die Bank wurde unterzogen an der Revision. Und die Folge war davon, dass wir jetzt gezwungen wurden, Sicherheiten zu bieten und hatten keine. Und dann ging ein Tanz los ohne Gleichen. Aber schließlich und endlich haben wir das hingewirkt mit Hilfen von weiß Gott woher, sodass die Commerzbank zufrieden war. Und als dann der Direktor der Commerzbank
76 war das, auf dem Tod lag, auf dem Totenbett und von einem Abgesandten der neu gegründeten GLS-Gemeinschaftsbank gefragt wurde, was denn das bedeutendste Ereignis seines Lebens gewesen sei, dann kam die Antwort wie aus der Pistole geschossen, der Kredit an den Dottenfelder Hof. Da war der ganz erstaunt und hatte, ja, da hat der Direktor Lindemann gesagt, ja, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben erlebt, dass es möglich ist, einen Kredit auf Vertrauen zu geben. Ein Kredit heißt ja Vertrauen. Ja, danke, Herr Klett, das war noch ein interessanter, ein wichtiger Punkt. Kredit auf Vertrauen. Dieter, darf ich dich mal fragen, habt ihr denn alles durchkalkuliert gehabt am Anfang? So wie man das heute macht, wenn man einen Hof übernimmt, Kammerberatung und dann hat man einen Haufen Excel-Tabellen. Damals vielleicht, damals vielleicht dann in den klassischen Buchhalterklatten, ich weiß es nicht. Mikro nehmen. Also habt ihr das durchkalkuliert, Betriebszweige, Betrieb insgesamt? Oder? Nein, es hat ja ganz gut geklappt. Insofern. Im Hinterdrein, ja, ich wollte wissen vorher. Nein, es ist schon so, dass wir uns natürlich vorbereitet hatten und wussten, um was es geht. Es war ja diese Übernahme eben mit diesen 400.000, wobei ja eben doch die Hälfte, sagen wir mal, Eigenkapital war, also wenn auch in der Verwandtschaft oder so. Und das haben wir selbstverständlich gewusst, was wir da auf uns nehmen. Und das hat auch gut, wie gesagt, gut geklappt. Ich kann jetzt die Details, was wir da wirklich vorlegen mussten, nicht mehr sagen, aber jedenfalls ist es ja angenommen worden. Ne? Also es war ja dieser Abend, diese Unterschrift, die da gemacht wird und diesem Bild zu sehen ist, das war nach der Verhandlung mit dem Schätzer des Vorpächterin, sodass wir also, das war dann die Summe, die eben einfach herausgekommen ist beim Inventar und die wir aufbringen mussten. Aber ich höre richtig raus, Sie hattet nicht eine Beratung, die Deckungsbeiträge berechnet und dann so mal Summe auf den Hof zieht, die gab es nicht. Also ihr habt seit... Was? Wir haben Betriebsentwicklungspläne noch gemacht, 4 ja. Jahre lang und ja. Dann noch... Also es war doch noch gut geplant. Ja. Jetzt war es ja so, es war ja nicht nur eine biologisch dynamisch ungewohnt, sondern auch die Betriebsgemeinschaft, das war ungewohnt. Also warum, das würde ich jetzt mal dich fragen, Knut. Also warum seid ihr auf das Modell Betriebsgemeinschaft gegangen? Das ist ja auch für damals... Man kann sagen, 68, okay, da gab es Kommunen, aber so war das ja gar nicht gemeint, sondern das Bild ist ja viel früher entstanden. Also warum seid ihr auf das gegangen, auch als Betriebsgemeinschaft, was völlig Neues, was ja auch keiner so wirklich kannte und sich schwer tat, entsprechend auch als Bank da Vertrauen reinzugeben? Ja, wir hatten ja 3 Punkte und der Punkt Betriebsgemeinschaft, der ist eben angekommen in der, ich sag mal, bei der Regierung. Wir hatten einen sehr lieben Freund, der inzwischen auch verstorben ist, Herrn Dr. Kold, der uns in der Regierung also immer vertreten hat. Er wurde bekannt, war er in der Regierung als, ach, Dr. Kold mit seiner Koltschose. Wieder mal. Es war immer wieder Thema dort. Und er hatte eben, bevor wir angefangen haben, versucht, eine Betriebsgemeinschaft im Odenwald. Heinstadt im Odenwald. Das Heinstädter Beispiel im Odenwald. Da gab es sogar eine kleine Broschüre darüber. Und das ist gescheitert. Und nun war unser Projekt, lag ihm vor. Und er sagte, das ist die Sache. Und das ist sein Leben für uns eingesetzt. Und war auch gewissermaßen stolz darauf. Das hat er später gesagt, so ist uns berichtet worden, das war das einzig Vernünftige, was ich im Leben getan habe.
Das heißt, Sie haben doch als Gemeinschaft viele Menschen irgendwie zu vernünftigen Entschlüssen gebracht, damit die Gemeinschaft auch funktioniert. Frau Bauer, wie war das für Sie, Betriebsgemeinschaft? Hieß da dann auch wahrscheinlich, alle wohnen zusammen im Bauernhaus? Ja, wir haben in den ersten Jahren hier unten im Haupthaus auf einer Etage mit 8 Kindern, 4 Erwachsenen und einer Waschmaschine gelebt und einem Badezimmer. Aber es hat geklappt. Und ich will erst mal Goethe zitieren, einer alleine bewirkt nichts, nur der, der sich zur rechten Stunde mit anderen vereinigt. Und so war das. Wir standen unter dieser Idee und unter auch der Verantwortung, den Hof 5 Jahre lang mit einer funktionierenden Betriebsgemeinschaft zu führen. Und da durfte nichts dazwischen kommen. Aber ich möchte erst noch mal meinen Dank aussprechen, dass ich hier unsere 5 Kinder großziehen konnte. Jungens. Und dass wir hier sehr viele Ideen von den anderen bekommen haben, von allen hier in der Gemeinschaft. Und wir nach unseren Möglichkeiten, was man tun konnte, also bis zur Erschöpfung manchmal, das haben wir eingebracht, unsere Arbeitskraft. Und natürlich ging das mit Ärger und so weiter einher. Aber es hat uns nichts erschüttert, auf dem Hof zu bleiben und mitzuarbeiten. Ja, danke, Frau Bauer. Dieter, an dich die Frage, es kommt ja keiner als biodynamischer Landwirt oder Anthroposoph auf die Welt. Wie kam es dazu, dass du dahin gefunden hast, überhaupt dich dann mit den anderen im Institut zu treffen? Ja, also ich bin ja sowieso sozusagen ein Außenseiter, nämlich Gärtner und nicht kein Landwirt. Ich habe hier die Landwirtschaft erst wirklich kennengelernt, also schon natürlich Ahnung gehabt, aber wirklich eingestiegen auch in die Landwirtschaft. Am Anfang musste man das ja in alles einsteigen. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Das Biodynamische, dein Weg zum Biodynamischen, der Anthroposophischen. Ich bin auf die Waldorfschule in München gegangen, in der Nachkriegszeit, unter sehr mäßigen Bedingungen. Bin dort dann früher weggegangen, also in der 10. rausgegangen, um Gärtner zu lernen. Und ja, also ich will vielleicht da eine andere Sache noch anschließen. Und zwar hatte ich dann später eine alte Frau als Freundin, die hat in ihrem Leben das, was in der Jugendbewegung, was aus der Jugendbewegung hervorgegangen ist, mitgemacht. Und zwar eben vor dem Krieg, dann eben zwischen den beiden Weltkriegen und nach dem Krieg. Und da war überall eine Einstellung von vielen Menschen, also von häufig waren es eben Künstler, Gemeinschaften zu gründen auf dem Lande. Und das ist ja etwas, was dann eben nirgendwo so richtig gelungen ist. Es gibt wohl auch Sachen, die wirklich gelungen sind, aber nicht so sehr viele. Und das war für mich jedenfalls ein ganz wichtiger Punkt, dass ich mir gesagt habe, es muss gelingen. Denn das ist etwas, was in unserer Zeit steckt, als Aufgabe, eine neue Art von Zusammenleben zu entwickeln. Und ich meine, dass ich Waldorfschüler bin, heißt ja nicht, dass man, da wird man ja dort nicht Anthroposoph, sondern da wird man einfach erzogen, sonst nichts. Und diese Frau war zugleich diejenige, mit der ich eigentlich wir haben gemeinsam eigentlich uns in die Anthroposophie hineingearbeitet. Ja, danke, Dieter, dafür. Vielleicht die gleiche Frage an Herrn Klett. Wie kamen Sie zu biodynamisch und zu Anthroposophie? Das ist jetzt wahrscheinlich lange her, aber ich finde das ein spannendes Thema, weil das ja eigentlich auch den Lebenslauf berührt. Und auch da geht es um mich, eben um Willen und Freiheit. Und wie findet man dahin?
Bitte das Mikro an den Mund. Das Schicksal macht ja die verschiedensten Umwege. Und es hat mich dann damals in den Vorderen Orient verschlagen, unter die Araber, habe unter Nomaden gelebt und habe da mit einem anderen zusammen Baumwolle angebaut, durch künstliche Beregnung. Das war ein Experiment, das war unser Auftrag. Ich war da ein Jahr, da habe ich das ganze Panorama dort kennengelernt des ehemaligen Zwei-Stromlandes, des Mesopotamos, der alten babylonisch-chaldäischen Kultur. Und angesichts dieser Landschaft, die heute eine Halbwüste geworden ist, habe ich mir gesagt, ich muss schleunigst nach Deutschland zurück und muss sehen, dass ich da irgendwo einen Beitrag leiste, dass das nicht auch in Mitteleuropa so passiert, dass das eine Wüste wird. Und das hat mich bewogen, in die Landwirtschaft zu gehen und auch hier dann auf dem Dornwellhof meine Lehre zu machen, anschließend zu studieren. Und hier auf dem Dornwellhof habe ich die Anthroposophie kennengelernt. Eben alles dasjenige, was wir heute hier eigentlich versuchen, unsere Ideale, die da bestanden, die waren damals schon auf dem Dornwellhof angelegt. Sie waren Lehrling bei Herrn Becker? Herrn Becker, Graf Bodner und Schaumann. Ne? Das war das Triumvirat sozusagen, das geistige Triumvirat damals. Und alle kriegsverletzt, alle kamen also gerade noch mehrfach so mit dem Tod von der Schippe gesprungen im Zweiten Weltkrieg und hatten also ganz hohe Ideale, hier jetzt irgendwas Neues zu beginnen. Und da habe ich die Anthroposophie kennengelernt und die hat mich dann auch begleitet durch mein ganzes Studium hindurch und auch später hin. Und es war von vornherein klar, nachdem ich meine Lehre hier gemacht habe, dass ich hier wieder zurückkehre. Ich bin damals also nach Abschluss meiner Lehre zum Hoftor unten rausmarschiert und das hat der Herr Becker mir die Hand gegeben und hat gesagt, Herr Klett, wir sehen uns wieder. Und es war dann auch so, dass ich in jeden Semesterferien bin ich hier wieder auf den Dornwellhof gekommen und habe gesagt, wie steht es, Herr Becker, können wir hier wieder was machen auf dem Hof? Er hat gesagt, nein. Und so ging es von Jahr zu Jahr zu Jahr, von 58 bis 64 ging das. Und dann kam ich 64 wieder hierher und wieder stellte ich dieselbe Frage. Und wieder war es so, dass ich ein Nein erwartet habe und dann sagte er plötzlich ja. Und da habe ich gesagt, gut, dann nehmen wir jetzt sofort ein Stift in die Hand und schreiben den Brief an den Minister Dr. Tröscher nach Wiesbaden, Landwirtschaftsminister. Und schließlich, das haben wir tatsächlich sofort gemacht und haben drei Ideale formuliert. Einmal, dass wir hier beispielhaft eine biologisch-dynamische Bewirtschaftung eines Großbetriebes exerzieren wollten, in voller Öffentlichkeit. Die Universität Gießen wollten wir dazu einladen, da mitzumachen. Zweitens, eine neue Form, Sozialform zu entwickeln für diesen Zweck, Betriebsgemeinschaft. Da haben wir das Land Hessen dazu eingeladen, da mitzumachen. Und drittens eine zeitgemäße Lösung der Bodeneigentumsfrage. Und diese drei Ideale haben wir damals dem Minister geschrieben. Und der hat dann die Freundlichkeit besessen, um Präzisierung zu beten. Und aber dadurch entstand eben tatsächlich über diese Brücke, ich möchte den Namen ganz besonders nochmal hervornehmen, Dr. Tassilo Tröscher, damals Landwirtschaftsminister, ein ganz hervorragender Fachmann in der Landwirtschaft und als Mensch. Und dem haben wir sehr viel zu verdanken, dass wir hier überhaupt sein können. Und sein Adjutant in dieser Hinsicht war damals der genannte Dr. Kolt, der Chef war oder beauftragt war über die AVA, Arbeitsgemeinschaft zur Verbesserung der Agrarstruktur, dieses Heinstädter Beispiel aus der Taufe zu heben im Odenwald. Das misslang und dann sagten wir, ja, genau das wollen wir ja machen. So, das war dann am Ende der Aufhänger. Die biologische Wirtschaftsweise wurde sozusagen nur von Ferne akzeptiert. Die zeitgemäße Lösung der Bodeneigentumsfrage war so ein heißes Eisen damals. Da hat gesagt, da rühren wir nicht dran.
sondern das Einzige, was übrig blieb, war dann die soziale Frage. Weil die damals in den 60er Jahren schon aktuell wurde in der Landwirtschaft, weil die Aussiedlerbetriebe im Grunde genommen nicht überleben konnten. Die hatten so viele Kredite aufgenommen, obwohl sehr billig, aber es zeigte sich bald, mit einem 15 Hektar Betrieb kann man kein Primelwort mehr gewinnen in der heutigen in industrialisierten Landwirtschaft, die damals heraufkam. Und infolgedessen war das dann eigentlich unser Aufhänger, dass wir eine so enge Zusammenarbeit begründen konnten zu Dr. Kold und zu dem damaligen Minister Dr. Tröscher. Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Wir haben ja noch ein weiteres Mitglied der Betriebsgemeinschaft, Frau Bauer. Vielleicht können Sie das Mikro nehmen. Entschuldigung. Und Johannes Klein vielleicht noch ein bisschen vor unser inneres Auge rufen. Das könnte besser seine Tochter, die hier sitzt. Aber Johannes Klein war ein unglaublich fantasievoller Mensch mit ganz großen Idealen und ganz bescheiden, franziskanisch kann man sagen. Er wollte gar nichts für sich und hat immer auf die anderen geachtet, war ein ganz guter Zuhörer, sodass immer sich sehr viele junge Leute um ihn sammelten. 1973 ist er ja verunglückt auf einer zu einer Molkereiversammlung. Insofern war es ein Betriebsunfall und war querschnittsgelähmt. Und über, ich glaube, 35 Jahre lang war er querschnittsgelähmt. Ganz selten, dass jemand so lange lebt. Aber er hat sich immer selbst versorgt. Er hat Hilfe eigentlich immer abgelehnt und er blieb dann nicht untätig. Er hat dann das Büro gemacht, obwohl er dann viele Schweine hat verenden lassen, die er nicht untergekriegt hat in der Buchführung. Aber er hat die Frau Klett eben dadurch ganz entlastet, dass er das übernommen hat. Und dann hat er die Kinder gefahren, er bekam in die Schule, er bekam ein Auto, ein Mercedes Lang mit einer Steuerung für Hände und da hat er jahrelang die Kinder morgens in die Schule gefahren. Oft unausgeschlafen oder eigentlich immer. Danke für dieses sehr lebendige Bild. Knut, ich würde dich gerne fragen, weil das ja schon das Thema Arbeitsteilung auf dem Hof und auch vor allem in der Betriebsgemeinschaft aufwirft. Ich habe gehört, es gab Betriebsentwicklungsplan, aber wie war das dann beim Start in den ersten Jahren? Wie hat sich die Arbeitsteilung ergeben? Denn wenn Dieter ein Gärtner war, Manfred Klett den Hof schon kannte, du da neu dazu kamst, wie habt ihr das so geregelt und wer war für was zuständig oder gab es das gar nicht, klare Zuständigkeiten? Ich weiß gar nicht, ob wir das vorher geregelt haben. Ich weiß nur, dass wir einige Monate den Melker hatten und dann noch einen zweiten, weil der erste wegging. Und der hat dann von heute auf morgen aufgehört. Einfach morgen früh komme ich nicht, war nicht mehr da morgens. Und dann haben wir uns halt in den Stall begeben und haben selber das übernommen, das Melken. Und daraus hat sich dann ergeben, dass mit der Zeit Johannes Klein und Ernst Becker den Stall versorgt haben. Und ich glaube, Dieter hatte immer schon einen Blick auf Feldgemüse und solche Dinge. Stimmt das? So etwa. Sicher, und, sagt er. Ja. Um die übrige Technik haben der Manfred Klett und ich uns bemüht. Ja, das war die Arbeitsteilung. Und wir also haben auch Ackerbau und sowas war euer Bild. Jeden Morgen um Viertel vor acht, halb acht oder wann das war, hier vorm Haus getroffen und dann besprochen, wie wir den Tag gestalten. Und es war nicht so kompliziert wie heute, wo so viele Menschen da sind und die laufen alle mit ihrem Handy rum. Sonst würde es überhaupt nicht gehen. Wir waren eben nur zu fünf, sechs, sieben, die sich einigen mussten und wir standen vor der Tür und dann war der Tag auch überschaubar, was zu machen war.
reicht das erstmal. Ja, ja, aber damit habt ihr ja eine Hoftradition begründet mit der Versammlung dort unten. Den Kreis gibt es ja immer noch und gibt es auch auf vielen Betrieben. Ja, ja, aber klar, es gibt es dann auf vielen Betrieben, diese morgendliche Hofversammlung, weil es auch sehr praktisch ist und dann eben weiter in Unterkreisen. Vielleicht Dieter, an dich die Frage, die sicher den einen oder anderen hier auch im Publikum bewegt. Muss man denn 5 Freunde sein, um eine Betriebsgemeinschaft zu werden? Also ich komme auch da drauf, weil ich weiß, dass Herr Becker immer noch gesiezt wurde. Also von daher waren es vielleicht auch andere Zeiten, aber spricht vielleicht auch für andere zwischenmenschliche Verhältnisse, als wir sie uns dann vorstellen, trotz Boccia. Also ich erzähle da jetzt eine Anekdote. Wir haben uns, also aus einem nichtigen Anlass selbstverständlich, das ist ja normal, einen Streit gehabt, Herr Becker und ich, haben uns vielleicht eine Viertelstunde im Hof ziemlich deutlich ausgesprochen. Also richtiger Streit. Und wo jeder aus sich heraus, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, selbstverständlich mehr. Und Herr Becker würde es sicherlich auch nicht mehr wissen. Und das ist ja nichts Besonderes, kann man sagen. Aber eben, es war ein offener Streit. Und das Besondere war dann dieses, dass man nicht viel mehr wie eine Stunde später uns wieder getroffen haben, um irgendetwas, was die Arbeit anbelangt, zu besprechen und zu regeln. Und das war überhaupt kein Problem, sondern das war ohne jede Emotion, hat es dann stattgefunden. Und das war eigentlich, auch vor allem im Nachhinein, immer wieder habe ich daran denken müssen, wenn das geht, dass man ganz außer sich gerät und dann kurz drauf eigentlich wieder ganz vernünftig sein kann, dann muss eigentlich so eine Gemeinschaft möglich sein. Ja, danke für das Beispiel. Das kennt vielleicht der ein oder andere oder der ein oder andere auch aus dem normalen Leben. Aber es ist wichtig, dass das geht. Und da gehört ja auch ein Grundvertrauen dazu und auch ein gemeinsames Bild vom, was ist denn eigentlich das Gemeinsame. Herr Klett, der Betrieb war nach 12 Jahren dann doch schuldenfrei. Könnten Sie uns erklären, wie Ihnen das gelungen ist als Gemeinschaft? Ja, das habe ich mir gemerkt. Und ja, wir waren, ich frage bei Finanzen jetzt doch besser Sie, glaube ich. Wir waren ja von allem Anfang an eingedeckt mit Schulden. Und wir haben dann 12 Jahre zusammengearbeitet und waren schuldenfrei. 1968 war der Moment da, wo wir schuldenfrei waren. Und das ging eben so, das ging eben dadurch, meines Erachtens, dass wir wirklich eine in sich wie aus einem Guss letzten Endes doch zusammengewirkt und gehandelt haben. Wie aus einem Guss. Das ist im Grunde genommen ein für mich ganz, ganz erstaunliches Phänomen. Und ich führe das gar nicht, um die, sozusagen, um die persönliche Charakterstärke der Einzelnen zurück oder meiner selbst, sondern das war wirklich wie eine Hilfe, die uns da zuteil geworden ist, auf unsichtbare Art. Kann ich gar nicht anders sagen. Und es war natürlich auch die Hilfe von vielen Menschen von außen, die uns da unterstützt haben. Kann ich jetzt nicht im Einzelnen aufzählen. Aber es war wirklich so, dass wir uns getragen fühlen konnten in dieser ganzen Unsicherheit, in der wir uns befunden haben, von allem Anfang an. Und wir haben eben auch dann, also wenn ich meine eigene Arbeit ansehe, die ersten 7 Jahre bin ich unter Wasser geschwommen. Also Tag und Nacht gewissermaßen waren wir da irgendwo im Einsatz. Wir mussten nachts die Maschinen reparieren, dass sie tagsüber wieder laufen konnten. Wir hatten ja kein Geld, neue groß zu kaufen. Und doch haben wir langsam und nach doch unser Inventar mehr und mehr angeglichen an unsere eigenen Bedürfnisse als biologisch-dynamische Bewirtschaftung. Und sodass eigentlich, muss ich sagen, durch äußerste Sparsamkeit, durch ein Herumdrehen, jede D-Mark damals, später Euro, herumdrehen, als wir es geschafft haben, Ich erinnere mich, dass wir ein einziges Mal unser Bankkonto überzogen hatten. Ein einziges Mal. Und da muss man danach streben, in, also möglichst in einem oder zwei Tagen das wieder auszugleichen.
nicht zusätzlich Schulden zu machen. Und so war es durch äußerste Sparsamkeit, durch Überlegungen genauestens, welche Investitionen wir jetzt bewältigen können, welche nicht. Und das immer in gemeinsamen Beschlüssen, nie über den Kopf anderer hinweg, war es dann gelungen, 1980 schuldenfrei zu sein. Und das war ja dann auch der Augenblick, wo wir dann in der Lage waren, wiederum durch Zusammenarbeit mit den Institutionen in Bochum, der Bochumer Bank, der Treuhand, den Kernbetrieb hier herauszukaufen, also die Hofgebäude mit 20 Hektar Land drumherum für 1,7 Millionen. Und dieser Betrag wurde uns damals als ein zinsloses Darlehen, eine bedingte Schenkung zur Verfügung gestellt seitens der gemeinschaftlichen Treuhandstelle Bochum. Wir wären dazu gar nicht in der Lage gewesen, aber wir waren schuldenfrei zu dem Zeitpunkt. Und jetzt kam uns plötzlich diese große Hilfe entgegen. Und das ist etwas, was ich auch mal hier in einer quasi Öffentlichkeit aussprechen möchte, dass tatsächlich das ein allgemeines Gesetz im Sozialen ist. Wenn die Not am allergrößten ist, aber die Zielsetzung am klarsten im Bewusstsein der Beteiligten lebt, die geistige Zielsetzung, um deren Willen man das ganze Risiko auf sich genommen hat, nicht um seiner selbst willen, sondern um der Sache willen, kommt einem ungeahnt von irgendeiner Ecke plötzlich Hilfe zu. Und so war es eigentlich in der ganzen Folgezeit auch. Also wir konnten immer, mussten auf unsere eigene Tüchtigkeit die Sache gründen. Wir mussten wirklich das äußerste Bewusstsein investieren, als Gemeinschaft, nicht als Einzelner, als Gemeinschaft wohlgemerkt. Und das bedeutete sehr viel, dass diese Gemeinschaft überhaupt in dieser Weise zusammengewirkt hat. Und eben dann kam uns auch im richtigen Moment die Hilfe von außen zu. Ja, vielen Dank. Das war auch nochmal ein wichtiges Bild. Zumal es da ja um Vertrauen geht und auch vielleicht um das Vertrauen, dass es nicht nur das gibt, was wir hier anfassen und direkt berühren können, sondern auch, dass es eine Art geistige Welt gibt, mit der wir zusammenarbeiten. Würdest du was ergänzen wollen? Dann nimm das Mikro. Ich hätte aber eine ganz andere Frage noch, aber die kommt dann. Gut. Ja, nur zur Gemeinschaft. Ich meine, also gut, Wortmeldung zurückgezogen. Ich könnte jetzt sagen, ihr habt ja auch ziemlich intensiv anthroposophische Arbeit miteinander gemacht. Man sieht hinten den Lesekreis. Das war eigentlich ein regelmäßiges Momentum, wenn ich das in Erinnerung habe, und lebt heute auch fort. Kannst du daran anknüpfen? Was sagen? Ja, das natürlich. Ich meine, das war der Kern des Gemeinschaftsbildenden, dass wir eben ganz regelmäßige anthroposophische Arbeit gemeinsam gemacht haben. Und da ging es auch um die soziale Frage, haben wir daran gearbeitet, also an den, das war ja für Steiner, war das ja eine große Sache, dass er versucht hat, nach dem Ersten Weltkrieg da einen neuen Impuls zu setzen, was ja dann nicht gelungen ist, aber was über längere Zeit im Großen in der Gesellschaft eine Wirkung hatte. Also er hatte Vorträge gehalten in allen großen Städten und in großen Betrieben und so weiter, um eine Wendung in dieser Richtung, was dann eben nicht gelungen ist. Und daraus ist ja dann die Waldorfschule hervorgegangen. So kann man sagen. Ja. Aber zu eurer Arbeit, das war ein regelmäßig tragendes Moment, weil ihr auch da über anthroposophisch Inhalte eure Fragen mit bearbeiten konntet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man ohne einen solchen Hintergrund, also ich will mal sagen, einen geistigen Hintergrund, so eine Gemeinschaft überhaupt machen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja eindeutig. Jetzt Frau Bauer, an Sie die Frage. Von der anderen Seite, ich muss noch sprechen.
Betriebsgemeinschaft war ja das eine, aber diese Betriebsgemeinschaft hatte, wie wir gehört haben, ein Konto, nicht fünf Konten für jede Familie eines. Und bei dem einen Konto ging es auch nochmal besonders zu, was heute immer noch so ist, eigentlich, dass Arbeit, in Klammern Arbeitsleistung und Einkommen getrennt gedacht werden. Also nicht, wer am längsten geschraubt hat, kriegt noch einen Zuschlag, sondern ja, man kann sich nehmen, was man braucht. Ein völlig anderes Modell, was für uns, glaube ich, Normalbürger, die nicht in einer solchen Betriebsgemeinschaft leben, ja auch Fragen aufwirft. Und an Sie, Frau Bauer, die Frage, wie hat das denn geklappt? Und es klappt ja heute noch. Ja, zum einen haben wir ja alle in eine Kasse hineingewirtschaftet und auch in die Betriebsgemeinschaft daraus genommen, was jeder brauchte oder meinte, brauchen zu müssen. Das war nicht immer ganz einfach. Also ich habe mich immer gescheut, zur Kasse zu gehen und um Geld zu bitten. Aber man muss ja... Hat die gemacht? Zuerst die Frau Klett und dann der Herr Klein und später der Roland Wagner. Was? Ja, der Hannes, habe ich ja schon erwähnt. Johanna, ja, dazwischen, richtig, Johanna Brandau. Jedenfalls war es für mich immer sehr schwierig, und weil man das Gefühl hatte, man nimmt den anderen bzw. dem Hof was weg. Wir haben eigentlich so gearbeitet, dass wir das geleistet haben oder gemacht haben, was jeder Einzelne konnte, hat das den anderen zur Verfügung gestellt, die Ergebnisse seiner Leistung. Und die anderen haben dann wieder dafür gesorgt, dass es mir gut geht und dass ich alles bekomme, was ich brauche. Und das soziale Hauptgesetz eigentlich, ne, von Steiner. Und das hat funktioniert die ganzen Jahre über bis heute. Die Betriebsgemeinschaft, also nicht die normalen Mitarbeiter oder kurzfristigen, sondern die Betriebsgemeinschaftsmitglieder haben genommen, was sie brauchen aus der gemeinsamen Kasse. Und die Arbeit und die Bedürfnisse, die hängen am Ich des Menschen. Und deshalb darf ihm da keiner reinreden. Also niemand hat das Recht, dem anderen vorzuschreiben, was er brauchen darf und was nicht. Da kann man sich vorstellen, Neid hat da keine Chance. Den muss man sich abgewöhnen. Danke. Nun haben wir vielleicht da einen sehr konkreten Einblick jetzt in das soziale Modell auch bekommen, was heute als Betriebsgemeinschaft ja noch fortlebt. Aber der Hof... Ich möchte noch was dazu sagen. Ja, bitte, dann unterbreche ich kurz. Ja, wenn man Schwierigkeiten hat, in einer Betriebsgemeinschaft zu existieren, was normal ist, dann beschäftigt man sich damit. Und da gibt es, ich möchte mal... Darf ich das anthroposophisch zitieren, Steiner zitieren, was für mich ein großer Gesichtspunkt ist oder zwei Gesichtspunkte. Wenn die Menschen in Harmonie zusammenleben, dann werden die Ätherleiber nachts strahlend und wirken befruchtend auf die Erde. Und das andere ist, dass man, wenn das funktioniert, das harmonische Zusammenleben, dass man dann die Voraussetzungen schafft, dass man aktiv in die Natur hineinarbeiten kann. So beschreibt das Rudolf Steiner. Und das sind für mich ganz tolle innere Antriebe. Dankeschön. Genau, und die funktionierende Betriebsgemeinschaft und auch der innere Antrieb hat ja dazu geführt, dass hier nochmal ein Wandel in der Rechtsform stattgefunden hat. Also die Betriebsgemeinschaft hat sich ja in die Landwirtschaftsgemeinschaft erweitert und heute nochmal eine andere Form. Herr Klett, können Sie uns das noch kurz erläutern, was da die Motive waren und wie es dann gestaltet wurde? Nur anfänglich, weil ich später... Bitte das Mikro kurz vor dem Mund. Nur sehr anfänglich, weil ich später dann nicht mehr dabei war bei der eigentlichen Begründung dieser neuen Geschichte.
Auslöser war ja gewesen, dass wir dieses zinslose Darlehen bekommen haben von der gemeinnützigen Treuhandstelle in Bochum zum Kauf des Kernbetriebes. Das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir wollen so viel wie möglich wieder zurückzahlen an die gemeinnützige Treuhandstelle Bochum. Allerdings haben wir gleich auch gesagt, wir können niemals die Gesamtsumme zurückzahlen. Das ist ganz ausgeschlossen. Aber wir wollen uns jedenfalls darum bemühen. Und diese Frage hat letzten Endes zur Begründung der Landwirtschaftsgemeinschaft Dortenfeld-Hof geführt, zur LWG. Das heißt, dass ein Umkreis von Menschen, die sich solidarisch fühlen, verbunden mit diesem Hof, dass die jetzt diese Landwirtschaftsgemeinschaft bilden. Da lag auch ein ganz bestimmter Gesichtspunkt zugrunde, dass jeder Mensch, der auf Erden geboren wird, das Anrecht hat, ein Naturanrecht hat auf ein Stück Grund und Boden, was herauskommt, wenn man ein bestimmtes Territorium teilt durch die Zahl der Menschen, die dort leben. Das haben wir damals in Bezug auf die Bundesrepublik gemacht und haben gesagt, auf jeden Menschen entfallen 2400, 2500 Quadratmeter Landes. Daraufhin haben wir gesagt, ja, der Dortenfelder Hof hat 600 derartige Einheiten, 600 Morgen, und suchen wir mal 600 Menschen, die da mitmachen, eine solche Landwirtschaftsgemeinschaft mit uns zu bilden. Es kam dann ungefähr bis zu 150 Mitgliedern dann raus, wurde dann begründet, die Landwirtschaftsgemeinschaft, und die sollte dann Mitunternehmer sein, mit uns zusammen für den Hof. Eine Mitunternehmerschaft, also mehr im Sinne einer geistigen Mitunternehmerschaft für die biologisch-dynamische Landwirtschaft hier auf dem Hof. Naja, und das hat sich dann auch in verschiedenen Metamorphosen durchlaufen, aber das hat dazu geführt, dass das Finanzamt Friedberg das nicht anerkennen wollte, dass eine Mitunternehmerschaft der Mitglieder der Landwirtschaftsgemeinschaft, und haben dann Steuernachforderungen von uns verlangt, weil die Mitglieder der Landwirtschaftsgemeinschaft ja quasi dann die Gewinne, die dann auf alle verteilt worden sind, war der Gewinn für die einzelnen aktiven Landwirte hier auf dem Hof war dann sehr gering, und infolgedessen haben wir sehr viel Steuern gespart. Das wollten wir gar nicht, das war nicht unsere Absicht, aber es hat sich einfach ergeben. Und das hat das Finanzamt nicht anerkannt, und infolgedessen mussten wir Steuernachzahlungen machen, erhebliche Summen. Mitte der 80er Jahre die erste Summe, die zweite große Summe Anfang der 90er Jahre. Wir haben prozessiert mit dem Finanzamt, Oberfinanzdirektion, es ging noch bis in die 80er Jahre rein. Und um dem nun zu entgehen, mussten wir eine neue Rechtsform suchen. Bis dahin waren wir eine BGR, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Und jetzt mussten wir sehen, also eine andere Rechtsform zu finden. Und da kam eben dann die Kommanditgesellschaft raus, die nun jetzt alle Landwirtschaftsgemeinschaftsmitglieder vereint mit denjenigen, die hier auf dem Hof tätig sind. Und besteht seit den 90er Jahren bis heute. Ja, vielen Dank, vielleicht soweit. Knut, an dich die Frage. Es kamen ja dann relativ rasch, auch in den 70er Jahren, viele, viele junge Leute, die durchaus auch Lehre gemacht haben oder mal gucken, was hier so als Betriebsgemeinschaft lebt. Wie war das für euch und wie habt ihr das aufgefangen? Für mich ein bisschen mühsam, denn ich bin kein Lehrer. Ich habe einen Lehrling immer als gleichberechtigten Menschen behandelt. Und da ich selber also so gelernt habe, dass ich mir das abgeguckt habe, was ich dann als Können entwickelt habe und praktisch keine Schulbildung habe, aber so habe ich meine Mitarbeiter auch behandelt. Und ich wusste, also es ist insofern, es gibt Menschen, die sind engagierter in Bezug auf das Ausbilden. Ich weiß. Aber ich zum Erstaunen, das erlebe ich heute noch, wenn mich die Menschen besuchen, die behaupten immer, sie hätten von mir was gelernt. Ja. Es gibt eben verschiedene Lerntypen. Genau, aber ich wollte eben das Thema auch nochmal auf die anderen, sage ich mal, Entwicklungen auf dem Dortenfelder Hof
aufmachen, die wir jetzt, glaube ich, wegen der Zeit nicht ganz mehr durchfragen können. Es gab eben die rasche Gründung der Landbauschule. Herr Klett, das war wann? 1974, genau. Es gab eben aber auch die Bemühung von dir, Dieter, anzufangen, mit Gemüse zu züchten. Wann hast du angefangen damit? Ja, das ist im Grunde genommen neben dem Anbau mitgelaufen. Schon von Anfang an? Zunächst ging es ja darum, eigenes Saatgut zu haben. Und dann allmählich hat man das eben ausgebaut in eine eigene Züchtung. Und das war die Grundlage dann. Das hat aber nicht allein auf dem Hof stattgefunden, sondern das war eine Gemeinschaft von Gärtnern, die jetzt diese, also das, was heute der Verein Kultursaat ist, das hat sich gebildet einfach in einem Gärtnerkreis, die alle biologisch-dynamisch gearbeitet haben. Und inzwischen ist es ja Bingenheimer Saatgut AG eine bekannte Sache, wo eben diese Sachen dann auch unter die Leute kommen, also die Sorten, die da gezüchtet worden sind. Genau, und dann gibt es ja auch, wofür der Wattenfelder Hof auch bekannt ist, eben die eigene Verarbeitung von Getreide, Milch und auch die eigene Vermarktung. Vielleicht gibt es das Mikro an Frau Bauer weiter. Wie kam das zustande? Das war ja damals auch noch unüblich zu sagen, oh, ich verkaufe jetzt mal ab Hof und dann vielleicht auch noch Demeter-Produkte oder biodynamische oder ich mache aus der Milch jetzt selber was. Was ja vielleicht für die Frauen und Männer auf dem Dottenfelder Hof, die, wie wir gehört haben, ohnehin genug zu tun hatten und dann noch viele Kinder und dann noch viele Auszubildende und dann noch viele Dinge, die rechtlich und finanziell zu klären waren, sicher auch nicht einfach war, damit anzufangen. Nein, natürlich nicht. Das war so, dass wir ja die Milch an die übliche Molkerei geliefert haben, das Getreide an Jaus, an eine Demetermühle schon. Aber wenn man in so einer Landwirtschaft lebt, und ich war ja auch Hauswirtschafterin, und dann möchte man eigentlich das, was produziert wird, auch auf dem Tisch haben und es selber essen. Ja, das war so der Impuls. Aber das ist alles so aus mir rausgedampft. Ich kann da eigentlich gar nichts dazu. Dann haben wir mit dem Käsemachen angefangen. Das war schon Ende der 70er Jahre. 1980 war ich auf dem Sennenkurs in der Schweiz. Bin also Sennerin geworden und konnte dann hier mit Hilfe anderer Menschen natürlich die Käserei aufbauen. Und Manfred Klett hat sie dann an den Kuhstall angebaut. Das war wunderbar. Dann lief das dann sofort und viel fähigere Leute als ich, Sigi zum Beispiel, hat das dann weitergeführt. Und er war auf dem ersten Käsekurs, den wir veranstaltet haben. Und es war immer so, wenn man was angefangen hat hier auf dem Hof, kamen andere Leute dazu, die es viel besser gemacht haben. Und dann war das Problem, dass wir Getreide zu Brot verbacken haben, aber das Brot durften wir nicht verkaufen, aus rechtlichen Gründen, und haben dann in der Buchführung immer Getreide angegeben. Also es war ein Murks, und dann konnte ich dann in Düsseldorf die Bäckermeisterin machen. Im Vierteljahr war das erledigt, bin ich immer hin und her gefahren. Am Wochenende habe ich gekocht für die Kinder, waren ja dann noch 4 Kinder zu Hause. Und dann nach einem Vierteljahr die Prüfung mit Ach und Krach, weil ich ja nur Holzofenbrot kannte. Und die ersten hellen Brötchen habe ich dann an der Meisterprüfung gemacht. Und so kam das dann. Aber es waren immer wieder bessere Leute, die das dann übernommen haben. Nach 10 Jahren war ich in der Backstube, und das war eine heiße Zeit, ja. Und so ist das dann gekommen. Ja? Und die Frau Klett und die Frau Brandau, die haben den Laden dann gemacht. Also erst die Frau Klett auf der
draußen vor der Türe am Hoftor und dann die Frau Brandau, da ist ein Bild in dem Laden und das war ganz, ganz tolle Sache und wurde immer, immer, immer mehr. Wie viel ist, das hat man gestern gesehen. Ja, vielen Dank, Frau Bauer, das war eine gute Überleitung auf die jungen Leute oder die jüngeren Leute, die natürlich heute auch da sind. Wir gehen jetzt mal in den nächsten Schritt und ich würde die jetzt auch gerne kurz vorstellen und währenddessen würde ich Sie vier bitten, sich zu überlegen, einen Satz, was Sie denen wünschen. Das wäre dann der Abschluss sozusagen, dass ich Fragen stelle der aktuellen Hofgemeinschaft, also Betriebsgemeinschaft. Also das ist vielleicht ein Satz, was Sie denen gerne wünschen würden. Und dann hätten wir noch Zeit. Ich denke mal, wir können ein bisschen überziehen bis kurz nach 12 für Fragen des Publikums. Aber jetzt würde ich gerne bitten, sozusagen, wer denn da ist, nicht auf dem Feld, im Stall oder sonst wo ist, aufzustehen. Und ich lese einfach mal vor und fange bei Roland Wagner an, den ich gerade nicht sehe. Aber doch, da ist er. Genau, Martin von Mackensen ist da und Ansgar Wortmann habe ich auch schon gesehen. Genau, Albrecht, genau, und Barbara Denneler und Matthias König. Das sind sozusagen die aktiven Landwirte in der Betriebsgemeinschaft. Aber die Betriebsgemeinschaft, so etwas unklar, wie sie definiert ist, geht noch weiter. Irina Wortmann ist auch da, genau. Das ist, leitet über zum Laden, unten drunter. Genau, Siggi Helbert ist da und auch Peter Hollerbach, der übrigens heute Geburtstag hat, habe ich gehört. Also das wäre das Ladenteam, aber vielleicht kommen wir zum Abschluss. Gut, und dann habe ich gerade nicht gesehen, Margarete, genau, und Christoph Mattes noch. So, das ist nach meinen Informationen so die aktuelle Betriebsgemeinschaft. Vielleicht gibt es ja noch welche, die gerade ausgeschieden sind, so wie Martin und, ist er da? Ja, der ist da. Genau, und Ulrike. Friederike, genau, die steht nicht auf. Okay, ihr dürft euch gerne setzen. Also wir haben mal wahrgenommen, es gibt da auch Erneuerung und schon längst die Leute, die eben das ein oder andere nochmal kräftig ergriffen haben, sei es nun Landbauschule, sei es Forschung, sei es Käserei oder sei es einfach die konkrete Landwirtschaft. Und wir sehen auch, das ist eine Mischung aus der, sage ich mal, dritten und zweiten Generation. Zur zweiten Generation gehören ja auch noch zum Beispiel Kees und Joke Wellenga, die mal hier waren. Und dann würde ich jetzt vielleicht Sie bitten, ich hoffe, ihr euch habt euch was überlegt, was ihr denen, die aktuell sozusagen diesen nicht ganz einfache Aufgabe, Betriebsgemeinschaft heutzutage zu leben, vollführen, was ihr denen als Einsatz mit auf den Weg geben wollt. Wer mag starten? Ein Wunsch, ich wünsche euch. Also, ich muss einfach sagen, dass, wie wir damals begonnen haben, war es uns eigentlich klar, oder jedenfalls mir war sehr klar, dass wir das nie selber alleine können, sondern dass es eigentlich nur dadurch geht, dass wir diese geistige Arbeit gemeinsam hier geleistet haben, dass wir eigentlich in gewissem Sinne nur dadurch die Sache so glücklich durch alle Hindernisse hindurchführen konnten, weil es eigentlich im Grunde genommen der Zeitgeist erfordert, was wir hier machen. Dass es darum geht, die Zeitgeistigkeit sich zu vergegenwärtigen, um daraus aus der Erkenntnis dessen die Impulse für die tägliche Arbeit zu ziehen. Und das wünsche ich eigentlich für die ganze Zukunft. Denn ohne das, und das hat Herr Bauer ja schon angedeutet, durch eine gemeinsame anthropologische Arbeit, die eigentlich in eine Beziehung versucht herzustellen zu dieser Zeitgeistigkeit, kann man eigentlich auf die Dauer keine Gemeinschaft führen. Das gilt euch. Noch was zu ergänzen an Wunsch? Ja, das wollte ich eigentlich auch sagen. Bitte, ihr habt da auch ein eigenes Mikro. Ja, also dass man jedenfalls
ganz wichtig, finde ich, dass man gemeinsam in die Zukunft guckt. Und ich will das doch in ein Bild bringen, was ja von Anfang an aktuell war. Wenn man jetzt zusammenarbeiten will und setzt sich in den Kreis und verhandelt miteinander, dann kann man sich ja an den Eigenheiten des anderen stören und hat daran zu arbeiten sozusagen. Und wenn man jetzt aber einfach nur im Bild jetzt gedacht, statt dass man sich gegenseitig anschaut, in eine Richtung guckt, wo man nämlich hin will, dann fällt diese Arbeit tritt in den Hintergrund, dass man sich am anderen abarbeitet. Und das, meine ich, war von Anfang an, und es ist von Herrn Becker auch oft zitiert worden, eben, es kommt darauf an, dass man ein gemeinsames Ziel hat. Und das muss so, das darf nicht nur ganz klein sein, sondern das darf ruhig ein bisschen größer sein, weil dann geht es leichter sogar, als wenn es zu klein ist. Nun, wenn ihr mir erlaubt zu zitieren, man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den grundlegend für etwas Zukünftiges, denn Zukunft kann man bauen. Das ist Exupéry. Das war doch ein prima Schlusswort für den Übergang in das Publikum. Vielen Dank schon mal für die Runde mit mir und ich denke, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde für Fragen aus dem Publikum. Was so noch ungeklärt ist oder wo ihr aus dem Publikum oder Sie was Besonderes wissen wollen, am besten vielleicht konkret an die Person. Ansonsten kann ich auch versuchen, Fragen zu bündeln. Und Barbara Dendler geht mit dem Mikrofon rum, also Frage erst stellen, wenn das Mikrofon da ist. Dann hören Sie auch alle. Ja, und melden natürlich, sonst weiß die Barbara Dendler nicht, wo sie hingehen soll. Also mein Name ist Joachim Herbern. Ich wollte nochmal höchsten Respekt hier vor diesen Persönlichkeiten sagen. Und meine Frage ist, in der heutigen Zeit wird viel durch Werbung gemacht. Wir sind die besten, tollsten Gewinnspiele in irgendeiner Art und Weise durch die Medien. Das habt ihr nie gemacht. Was war ausschlaggebend dafür, dass ihr international so bekannt und vor allem diesen hohen Respekt bekommt? Wer mag antworten? Ja, das ist zweifellos eben das, was mit der Landbauschule zusammenhängt. Ich meine, die Landbauschule ist ja gegründet worden oder war möglich zu gründen und auszubauen durch Hilfe von außen. Und das, was wir hier gemacht haben an Unterricht und an Kursen und so weiter, dadurch ist eigentlich die Bekanntschaft, das hat sich der Bekanntenkreis sehr erweitert. Zudem natürlich Klett war dann in Dornach sozusagen das Zentrum der biologisch-dynamischen Arbeit hat er geleitet. Weltweite Zentrum. Weltweit, das weltweite Zentrum, genau. Und dadurch ist eben die Bekanntheit hauptsächlich gekommen. Ja, bitte weiter. Ich will noch was dazu sagen. Wir haben angefangen 68 und in den 70er Jahren, da kam der Stumme Frühling heraus und die Literatur zu dem quasi Weltuntergang. Und da war das gerade recht, dass wir angefangen haben, Produkte zu verkaufen, die auf das Interesse der Menschen stießen. Und das war nicht unser Verdienst, sondern das vom Zeitgeist. Was? Gut, weitere Fragen zu welchem Thema auch immer. Das kann auch gerne bis heute langen oder ganz zurückgehend. Der Dottenfelder Hof hat ja auch eine große, lange Geschichte bis ja, ins Frühmittelalter fast hinein. Ja, Elisabeth Heinrich, ich kenne den Hof auch sehr, sehr lange schon, weil ich bei Brandhaus quasi mit aufgewachsen bin und hier viel auch gearbeitet habe, früher in der Landwirtschaft. Und dieses Stichwort fand ich jetzt ganz wichtig. Also es war ja die Zeit, in der die Grüne Partei sich gebildet hat, in der die ökologische Frage überhaupt ganz wichtig war. Und das hat man ja hier auf dem Hof auch gespürt, was dann so für Menschen, für junge Leute kamen, Makrobioten und ich weiß nicht, alle möglichen Menschen, die wir als
Kinder und Jugendliche dann bestaunt haben und mit denen man ja dann irgendwie auch in Kontakt getreten ist. Und das würde mich mal interessieren, wie der Hof als Gemeinschaft mit diesen Strömungen von außen in Kontakt getreten ist oder umgegangen ist, wie man da ja auch in einem Diskurs gestanden hat, was wir so als Kinder natürlich nicht so miterlebt haben. Ihr habt oder Sie haben Mikrofone, wer mag darauf antworten? Wie sind wir mit den interessanten Strömungen, die auf den Hof kamen, umgegangen? Mit diesen interessanten Menschen, die vielleicht ganz andere Vorstellungen hatten von dem, was hier auf dem Hof geschieht, umgegangen, also Makrobioten oder was auch immer. Genau. Also ich kann was dazu sagen. Ich bin ja hier aufgewachsen, mit 4 Jahren hierher gekommen und meine Eltern sind ja die Lieselotte Klett und der Johannes Klein. Ich bin mit 2 Vätern aufgewachsen, sehr ungewöhnlich, alles total anders als so um einen herum alles war. Und genauso bunt waren auch die Leute, die hierher kamen. Und ich war eigentlich mehr mit den Lehrlingen und Praktikanten, den jungen Leuten zusammen, als mit meinen Eltern. Die haben mir vorgelesen. Ich bin mit denen ins Zoo gegangen und dann als 12-, 13-, 14-Jährige bin ich mit denen zur Startbahn West gegangen. Wir haben Brot gebacken und haben in das Hüttendorf Brot gebracht. Wir sind zu Friedensdemonstrationen gegangen. Das war meine Familie. Das war hier auch ein politischer Ort und hier hat sich wirklich viel getroffen. Das war unglaublich, die Freiheit, die hier geherrscht hat. Das habe ich an keinem Ort, wo ich in meinem Leben bis jetzt war, kennengelernt wie hier. Ja, man kann daraus nur entnehmen, dass Gott sei Dank hier auch etwas Freiheit war, denn Manfred hat das schon gesagt, wir sind ziemlich unter Wasser geschwommen in den 70er, 80er Jahren. Das hat vielleicht gerade die Freiheit für die Jüngeren ermöglicht. Ja, bitte weitere Fragen, wir haben noch ein bisschen Luft. Da hinten ist eine ganz dritte Reihe von hinten. Bitte nochmal melden, dass... Hallo, mein Name ist Ben Schmier, ich arbeite auf dem Dottenfelder Hof in der Forschung und Züchtung. Mich würde interessieren, wie euer Blick auf das gegenwärtige Wachstum des Dottenfelder Hofes ist und wie ihr euch Wachstum wünschen würdet in der Zukunft. Die zücken schon, dann. Ja, das lässt sich nicht formelmäßig beantworten. Also zunächst einmal liegt es in der Natur des biologisch-dynamischen Landbaus, dass er nur nach innen wächst und nicht nach außen. Das muss man verstehen lernen. Denn wir kennen heute nur das Wachstum nach außen, das immer größer wird, das ist immer weiter nach außen. Kletz, bitte das Mikrofon näher halten. Ich verstehe das, wenn man lebendig spricht, dass das Mikrofon entschwindet. Aber also das, man kennt heute nur den Begriff des Wachstums nach außen, des immer größer Werdens, des immer mehr materiellen Wohlstand, Erringens oder sonst was. Währenddem das in der Natur des biologisch-dynamischen Landbaus liegt, dass er nach innen wächst, dass er sich konsolidiert, dass er sozusagen aus sich heraus immer produktiver wird, aber im Sinne eines Entwicklungsweges, dass sich das entwickelt, aber nicht in dem Sinne, dass es wächst irgendwie nach außen. Und sodass wir eigentlich unsere Arbeit darin sehen, gerade nicht zu wachsen nach außen. Das ist also sowieso eine Illusion. Das Wachstum heute ist eine große, ganz große gesellschaftliche Illusion. Das werden wir sehr bald merken, dass es so ist. Und wenn wir es nicht jetzt schon merken, sondern es geht ja darum, wie kann man einen Impuls nach innen geistig konsolidieren? Wie kann man den nach innen wachsen lassen? Wie kann die Motivation immer mehr wachsen in den Menschen, in den Seelen der Menschen? Das ist eigentlich die Aufgabe, vor der wir stehen. Und das andere, was auch die Weiterbearbeitung angeht, deren Sinn liegt nicht im Wachstum nach außen.
sondern auch wiederum, wie können wir so zusammenarbeiten zwischen dem Hof und den Weiterverarbeitungsbetrieben, dass da ein assoziativer Zusammenhang in dem Sinne entsteht, dass die Weiterverarbeitung Rücksicht nimmt auf die Bedingungen der Landwirtschaft und die Landwirtschaft den Bedürfnissen entgegenkommt, die in der Weiterverarbeitung sich artikulieren, bis hin zum Laden. Also dass da ein das Wachstum darin besteht, dass das immer mehr eine Einheit, ein größeres Ganzes wird, im geistigen, im rechtlichen und im wirtschaftlichen Sinne. Ja, es dürfen noch weitere Fragen gestellt werden. Ich hatte ja gesagt, wir machen ein bisschen länger als 12, also 5 Minuten oder so. Das heißt, hier vorne. Stefan Stockmar hier aus Frankfurt. Es wurde ja auch gestattet, eine Frage zur weiteren Vergangenheit zu stellen. Soviel ich weiß, war das ein Zisterzienserhof hier ursprünglich. Und wie erleben Sie diesen Zusammenhang zur weiten Vergangenheit? Vielleicht an Sie. Das landet bei Herrn Klett, würde ich sagen. Also dieser Hof ist ja erstmals urkundlich erwähnt worden, 843. Also in der Folge Karls des Großen. Es ist also so quasi ein alter karolingischer Hof gewesen, ein freier Königshof. Und war 976 wurde er so als Lehen von ein kaiserlich-königliches Lehen von Kaiser Otto II. An das Kloster Worms gegeben, 976. Und dann 1121 bei der Begründung, Neubegründung des Prämonstratenserordens wurde er dann ein Meierhof des Klosters Ilbenstadt hier in der Wetterau. Und so durch die Jahrhunderte hindurch war er im klösterlichen Besitz, kurzzeitig nicht im Dreißigjährigen Krieg, da war das hier alles geschleift, da war nichts mehr übrig. Und dann eben nach der Säkularisation ging er dann über an die Landgrafen von Leiningen-Westerburg, da unten, das sind Rheinbundfürsten gewesen, die unter Napoleon eben dann mit solchen enteigneten Klosterbesitz vergütet worden sind. Und später ging es dann an die Landgrafen von Hessen-Kassel, die dann den Hof besessen haben bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann wurde im Zuge der Bodenreform, sollte er versiegelt werden an ostvertriebene Landwirte. Das habe ich ja schon erwähnt. Und diese Geschichte ist eine, wo man sagen kann, die hat durchlaufen die gesamten Bewusstseinsstufen, Bewusstseinsentwicklungsstufen, die überhaupt die europäische Menschheit seit dem frühen Mittelalter durchlaufen hat. Und zwar im Hinblick auf die Verwirklichung eines abendländisch-christlichen Landbaus. Alles dasjenige, was nur irgend der Kulturimpuls der Landwirtschaft waren, als noch 99% der gesamten Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig waren oder in den Handwerken, die an die Landwirtschaft angeknüpft waren, war das ja ein tief christlicher Impuls. Der gesamte abendländische Landbau. Und die Klöster hatten da eine ganz besondere Rolle zu spielen in diesem Zusammenhang. Die haben gewissermaßen das vermittelt, was eigentlich die Errungenschaften der vorchristlichen, gesamten vorchristlichen Kulturentwicklung haben sie eigentlich erst nach Europa hin vermittelt. Und das wurde dann eigentlich dasjenige, was dann die Bauern letzten Endes in den Dörfern impulsiert hat, aus der Landwirtschaft einen Kulturimpuls werden zu lassen. Und das war ja eben. Es war ja durch ein ganzes Jahrtausend hindurch. Und heute müssen wir diesen Kulturimpuls neu aus der Taufe schöpfen. Und das sehen wir also die Aufgabe des biologisch-dynamischen Landbaus an oder hier dessen, was wir hier tun, dass wir konkret an der ganzen geistigen Entwicklung des Abendlandes versuchen, eine Fortsetzung zu schaffen, nachdem dieser Tiefpunkt erreicht ist, dass das heute sozusagen alles aus dem Bewusstsein der Menschen mehr oder weniger geschwunden ist, getilgt ist. Also es ist eine Totalmetamorphose, die wir eigentlich, also dessen, das sind meines Erachtens ist das Entscheidende, der entscheidende Kernpunkt überhaupt,
des biologisch-dynamischen Landbaus, die Landwirtschaft als den Kulturimpuls neu zu begründen, in Anknüpfung an dasjenige, was da durch ein Jahrtausend hindurch sich entwickelt hat. Und dafür steht eben der Dortenfelder Hof repräsentativ da. Und deswegen möchte ich sagen, verstehe ich diesen ganzen Impuls hier auf dem Hof letzten Endes doch als einen, der wirklich ein Auftrag des Zeitgeistes ist, der durch alle Jahrhunderte in irgendeiner Weise gewirkt hat, aber wo wir heute sozusagen neu einen Zugang finden müssen. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nicht allein nur denjenigen, bei denjenigen, die es gerade machen, sondern wo wir viele Menschen eigentlich brauchen als Umkreis um den Hof herum, um eine solche Aufgabe überhaupt leisten zu können. Ja, vielen Dank für diese historische und aktuelle Perspektive, die beides zusammenbringt. Denn niemand ist einfach so allein auf der Welt da und hat eine Idee, sondern steht immer in einem geistigen Strom. Aber vielleicht noch eine letzte Frage, die sich aus dem Publikum aufdrängt. Genau da hinten ist jetzt... dann zwei letzte Fragen und dann bitte ich darum. Ja, ich bin Johannes Lug aus Frankfurt. Ich möchte daran anschließen, was der Herr Bauer gesagt hat, dass wir immer ein größeres Ziel brauchen, um hier tüchtig was tun zu können. Und da meine ich, wäre es notwendig, dass man vielleicht hier Rudolf Steiner noch mal etwas mehr in den Vordergrund oder ins Bewusstsein bringt. Denn er hat ja mit seiner Forschung und vor allem mit dem, was er uns mitgeteilt hat, unendlich viel Möglichkeiten uns parat gegeben haben, an denen wir weiterarbeiten und vor allem in das Innere, also in die geistige, in das Geistige und auch in das Christliche mehr hineinkommen. Denn das ist doch für meine Begriffe eine ganz wesentliche Sache. Ich bedanke mich sehr für die Runde. Vielen Dank und alles Gute für den Hof. Mein Name ist Lara Göring, ich habe hier Landwirtschaft gelernt. Wie habt ihr das gemacht oder wie war eure Elterngeneration eurem Projekt? Wie stand ihr dem gegenüber? Weil wenn ihr dann so viele Kinder bekommt, normalerweise ist es ja dann so, dass man auf die Großeltern auch zurückgreifen kann. Ihr hattet damals keinen Waldorf-Kindergarten hier. Ihr hattet so viel Arbeit, also vor allem die Frauen. Die Frage geht vielleicht vor allem an dich, Ebba. Wie habt ihr das alles geschafft? Also da muss ja irgendwo auch was zu kurz kommen. Ihr müsst ja irgendwann schlafen, wenn man für so viele Menschen kocht am Vormittag, nebenbei noch Käse macht, Brot backt, was verkauft auf die Männer, die sind sowieso auf dem Feld. Wie hat das funktioniert? Naja, funktioniert hat es eigentlich überhaupt nicht. Ich habe einmal in der Besprechung, die ich da hingegangen bin, ungeliebt hingegangen bin, gefragt, wir Frauen backen Brot, wir machen die Hühner, wir machen Käse, wir haben große Tische, für die wir täglich kochen und haben einen Haufen Kinder. Wisst ihr was, ihr Männer, wir schaffen das nicht zurzeit. Wir kriegen keine Mädchen, wir haben ja in der Hauswirtschaft ausgebildet, aber wir kriegen keine mehr zurzeit. Bitte gebt uns mal ein oder zwei junge Leute aus der Landwirtschaft. So? Und da hieß es von einem, nein. Und niemand hat widersprochen. So. Also, war nur ein kleines Beispiel, ja? Wie es dann in einem kocht, nicht wahr? Aber Ärger, wollte ich noch sagen, ist immer gut. Der Ärger, im Zorn wird das Vollinhaltliche des Ichs herangezogen. Also alle Menschen, die da sich viel ärgern über andere, werden wirklich große Persönlichkeiten, das sieht man hier. Und außerdem führt der Zorn, der sich in sich selbst verbeißt, später zur Selbstlosigkeit. Das kann man hier auch sehen. Ja. Ja. Okay, eine letzte Antwort von Herrn Klett noch auf die Frage und dann kommen wir zum Schluss. Ich würde dann auch noch gerne was sagen.
Also es ist selbstverständlich, dass man, wenn man eine Betriebsgemeinschaft begründet, dass man da in sich selber intern Einrichtungen schaffen muss, dass es überhaupt funktioniert. Und die elementarste und zukunftsweisende Einrichtung ist eben einmal wöchentlich die gemeinsame anthroposophische Arbeit. Die ist in gewissem Sinne unabdingbar, weil man das täglich Erlebte und täglich Erarbeitete so im Willen trägt, dass in dem Augenblick, wo man jetzt sich um geistige Fragen bemüht, die man gemeinsam im Gespräch hält, dann beleuchten diese Fragen und die Antworten darauf das, was man eigentlich intuitiv im Willen erlebt hat, in der Arbeit. Und das ist eine ständige Erziehung des Erwachsenen. Wenn man diese tägliche Arbeit sozusagen gemeinsam immer wieder durch eine gemeinsame geistige Arbeit reflektiert. Das ist das eine. Das zweite ist eine wöchentliche Arbeitsbesprechung. Und zwar eine Arbeitsbesprechung, die wirklich alle Aktiven so vereinigt, dass man eine Art Wochenrückschau hält, das aber nicht nur das Wesentliche, sondern die Vorausschau auf die zukünftige Woche beziehungsweise auf die Fragen, die hier und jetzt anstehen. Darüber Einigkeit zu erzielen, das ist ein hartes Ringen, wo Investitionsfragen zum Beispiel oder Personalfragen, also alles diese Dinge müssen so erwogen werden, dass wir haben angestrebt immer und grundsätzlich Einmütigkeit. Wurde grundsätzlich nicht überstimmt. Die demokratische Abstimmung galt nichts, sondern Einmütigkeit und so lange gerungen, bis die Einmütigkeit auch da war. Und das Dritte waren dann eben die täglichen Arbeitsbesprechungen auf dem Hof im großen Kreis, wo dann wirklich die Dinge, die den Tag betrafen, so angesprochen worden sind, dass im Bewusstsein eines jeden lebte, wer was tut. Und dadurch war eigentlich ein Bewusstsein, ein durchgängiges Bewusstsein innerhalb der Betriebsgemeinschaft gewährleistet über die Jahre. Ja, vielen Dank vielleicht für das Abschließende dazu. Wir haben heute Morgen, glaube ich, doch einen erlebnisreichen Morgen gehabt. Vielen Dank an Sie, an euch vier, weil auch ich habe noch was Neues erfahren. Und was ich noch sagen will, das Beeindruckende ist ja, dass man wirklich dann diese innere Arbeit und die äußere Arbeit so verbinden kann, dass man sich von beidem nicht fangen lässt, sondern bei beidem einfach dieses Freiheitsmoment, sowohl die Arbeit neu zu denken, als auch den, wie begegne ich meinen anderen Mitgliedern in der Betriebsgemeinschaft, auch das neu zu fühlen, also diese Freiheit lebendig zu halten. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen und gelingt auch noch der aktuellen Generation. Es wird auch noch, Matthias steht da hinten, wird ja noch weitere Jünger geben, die wiederum einsteigen. Genau. Und worauf ich noch hinweisen will, der Dottenfelder Hof hat eine so große und vielfältige Geschichte. Es gibt ja auch ein kleines Büchlein oder eine Schrift von Ihnen, Herr Dr. Klett, dazu zur Geschichte. Und es gibt auch noch andere Materialien. Und es gibt auch ein aktuelles Buch übrigens von einem Journalisten, der sich hier einige Wochen getummelt hat und was darüber geschrieben hat. Die Weisheit des Misthaufens heißt es im Buchhandel. Und dann würde ich sagen, vielen Dank auch Ihnen, dass Sie den Weg hierher gefunden haben, so lange an einem schönen Sommermorgen, ist zwar noch früher, aber so warm wie Sommer, hier ausgehalten haben. Und es gibt unten, wenn ich das richtig gehört habe, noch ein Café. Vielen Dank, wir verabschieden uns jetzt hier und Barbara hat die Schlussworte. Ja. Vielen Dank, Michael, für deine wunderbare Moderation. Ich glaube, du hast alle wesentlichen Aspekte hier berührt. Ich glaube, es wurden alle wesentlichen Aspekte wirklich berührt, dank deiner guten Moderation. Vielen Dank auch nochmal an Floris und an Selina von Medienreich und insbesondere an David von der Firma Federfilm. Mit eurer Hilfe ist es, glaube ich, hier wirklich auch für alle gut verständlich und dokumentierbar durchgeführt worden. Vielen Dank und ich möchte euch nochmal einladen. Wir treffen uns gleich in der Sonne draußen.